Fernseher werden ja immer größer und da stellt sich jetzt manch einer die Frage, was mache ich mit dem Fernseher, wenn er ausgeschaltet ist? Dann hängt er so als große schwarze Fläche an der Wand, sieht nicht unbedingt schön aus. Und darüber machen sich natürlich auch Hersteller Gedanken und bei Panasonic hat man jetzt einen Prototypen entwickelt, ein Konzept entwickelt, um den Fernseher einfach mal durchsichtig zu machen. Und dieser Rahmen drumherum, das darf man sich jetzt natürlich nicht als fertiges Produkt vorstellen, sondern als Demo, wie sowas als Teil eines Möbels aussehen könnte. Zum Beispiel eben als Vitrinenglastür in einer Schrankwand. Und die Technik ist schon funktionierende OLED-Technik, wie es sie eben auch bei hochwertigen Fernsehern gibt. Nur, dass dann eben quasi die Rückwand des Fernsehers fehlt. Und dadurch ist der Fernseher durchsichtig. Und man sieht, es funktioniert schon. Der Kontrast ist jetzt noch nicht so hoch, wie man es von solchen Fernsehern aktuell gewöhnt ist. Aber man darf gespannt sein, was aus diesem Konzept in der Zukunft noch passieren wird.